Hi zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich würde sagen, wir starten direkt mit meiner Lippenroutine, weil ich super viele Fragen zu meiner ganzen Base-Routine bekomme. Deswegen habe ich schon 3 Videos für euch gedreht und das wird jetzt das 4. sein. Und ich würde sagen, auf los geht's los. Das sind meine Lippen vorher und ich zeige euch jetzt gleich das nachher. Ich benutze mittlerweile sehr gerne den Lip Liner von Trended Up in der Farbnummer 180. Das ist mein Go-To-Favorite geworden für meine Lippen. Und damals, beziehungsweise davor, war mein Lieblings-Lip-Liner der von Nabla in der Farbe Nude 04. Ich mag den sehr gerne, aber der ist sehr teuer. Ihr müsst ihn jedes Mal online bestellen und hiervon habe ich jetzt einen halben Lebensvorrat. Deswegen müsst ihr selber entscheiden, was für euch das Sinnvollste ist. Ich persönlich mag dieses Drehsystem halt nicht so gerne, aber it is how it is. Ich habe ihn jetzt gefunden und ich liebe ihn. Dann benutze ich im Übrigen noch die Farbe Kaido von NYX. Und darüber gebe ich mein Lipöl von Essence in der Farbe 03 Pink Champagne. Der Unterschied bei mir macht es am Auftrag der Sachen und deswegen dachte ich mir, mache ich doch ein eigenes Lippenproduktvideo, wo ich euch einmal, wie gesagt, die Produkte nenne und einmal jetzt zeige, wie ich das Ganze denn auftrage. Weil mein Auftrag ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, nicht so unbedingt wie andere ihre Lippen nachzeichnen. Ich habe ja auch eine Pigmentierung auf meinen Lippen, deswegen haben meine Lippen von Natur aus Farbe. Und ja, mich stört das persönlich nicht, wenn ich Foundation auf meinen Lippen habe, weil ich sowieso drüber zeichne. Ich würde sagen, auf los geht's los und ich fange mit meinem Lippenherz an. Das war die erste Linie. Das Gute ist, ich kann in der Kamera jetzt richtig toll kontrollieren, ob es perfekt ist. So, was mich unterscheidet von anderen Mädels beim Lippen nachziehen ist, ich mache nicht diesen hier, dass ich so nachziehe und ne, sondern ich ziehe meine Linie außerhalb und mache mir dadurch diesen lächelnden Effekt. Seht ihr das? Selber auf der anderen Seite. Dann korrigiere ich mir die Linie nochmal aus. Und schattiere mir das währenddessen auch direkt mit aus. Unten die Linie ziehe ich einfach ganz normal und übermal dabei auch. Dann hier ein Strich, hier ein Strich und hier ein Strich. Ich versuche immer im Spiegel so perfekt wie möglich es hinzukriegen, dass es symmetrisch ist. Klappt bei mir den einen Tag besser und den anderen halt nicht so. So, bevor ich jetzt mit irgendwas anderem weitermache, wird das hier jetzt erstmal perfektioniert. Dafür nehme ich mir meinen Concealer, trage mir ein bisschen was auf meinem Handrücken auf, nehme mir meinen Concealerpinsel, drücke ihn mir platt. Ihr könnt natürlich auch noch einen präziseren Pinsel nehmen, ich müsste meinen endlich mal austauschen. Wie einen, den ich bei mir für die Lippenpigmentierung als Vorzeichnung nehme, das wäre noch schlauer. Und dann ziehe ich diese Linie hier unten mit diesem Mundwinkel gerade. Ihr könnt auch eure Zunge von innen gegendrücken, damit es perfekter wird. Die Seite, also die Rückseite auf eurer Hand einmal abwischen. Wieder in den Concealer gehen. Andere Seite dasselbe. Die Seite wieder abwischen, wieder in den Concealer gehen, wenn ihr seht, dass ein Mundwinkel anders ist als der andere, korrigiert ihr das aus.
Wenn ich das habe und glücklich und zufrieden damit bin, dann nehme ich meinen Powder Puff, den ich sonst auch benutze, und gehe über die nachgezogenen Concealerstellen, dass das Ganze natürlich gut fixiert ist. Dann nehme ich mir die Farbe Cairo, trage mir das hier auf, hier und hier, so, und blende mir das Ganze mit meinem Finger einmal aus. Leute, ich sag's euch, Blenden ist bei mir, egal ob bei Lippen, Foundation, egal bei was, ist einfach key. Können wir bitte nicht darüber reden, dass meine Lippen heute sehr trocken sind, weil ich nicht vorhatte, dieses Video zu drehen. Das tut mir richtig leid. Dann gehe ich nochmal in den Lip Liner und ziehe mir hier hinten das nochmal nach. Wenn ihr das habt, schaut das Ganze dann so aus und dann kommt Gloss in den Einsatz. Und that's it. Ich muss zugeben, das Video hat echt länger gedauert, als ich gedacht habe, dass es dauern würde. Ich habe mir auch meine Lippe hier unten gerade eben leicht aufgerissen, weil ich dachte, da hängt nur so ein kleiner trockener Faden. Ja, aber das ist meine Lippenroutine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr probiert es einfach mal aus, weil das ist einfach eine andere Variante, eure Lippen nachzumalen. Und ich persönlich trage das so mittlerweile echt am liebsten, weil es... Es macht mein Gesicht einfach ein bisschen freundlicher und es holt das Maximalste aus meinen Lippen einfach raus. Ja, und ich würde sagen, das war meine Lippenroutine. Ich hoffe, euch hat diese Routinenreihe gefallen. Und der einzige Step, den ich manchmal noch mache, wenn ich das Ganze ein bisschen pinker haben möchte und zum Beispiel matte Lippen trage, ohne Gloss, dann nehme ich von Kylie dieses Lip and Cheek Glow Balsam in der Farbe Pink Me Up, dippe da ein bisschen rein und trage das ein bisschen auf. Das macht meine Lippen dann auch noch ein bisschen pinker. Wenn ich gar keinen Bock auf Gloss habe, mache ich das immer ganz gerne. Und ja, das ist auf jeden Fall meine Lippenroutine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Solltet ihr noch wissen wollen, wie ich irgendwas anderes mache, wozu jetzt noch kein Video online kam, wozu eigentlich, also ich habe euch eigentlich zu einem gerade was abgedreht, aber solltet ihr noch zu irgendwas eine Frage haben oder irgendeinen bestimmten Look sehen wollen, schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.